Hi, ist David von Metal Fanatics. Ich sitze hier mit Mem von Axioma. Hi Mem. Hi. So, erste Frage. Schön, euch auf Tour zu sehen, auch für die jüngere Generation, wo nicht die Chance hatten, euch zu sehen, weil sie zu jung waren. Yeah. Ihr habt euch erneut zu einer Reunion zusammengetan. Was war da auch? Eine Reunion, das ist also ein Comeback. Also, ja. Wir sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht jedes Jahr, dass wir nur alte Songs spielen. Wir spielen zwar das meiste jetzt von Possessed by Fire und Rising from the Sea, aber wir arbeiten gerade an einer neuen Platte und das wird da so. Das aktuelle Album Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sein. Ihr habt ja noch eine riesige Fangemeinde auf der ganzen Welt. Habt ihr, wenn ihr jetzt wieder aktiver werdet, was Größeres vor? Vielleicht Touren in Südamerika? Ja. Wir haben jetzt gerade auf dieser Tour Bulgarien, Norwegen, Inferno Fest, Deutschland, 3 Konzerte und dann Italien. Letztes Jahr haben wir Holland, Deutschland, Griechenland, Los Angeles gespielt und wir gucken, dass wir im Sommer nach Dings kommen, nach L.A., nach Südamerika, vielleicht dann über L.A. oder auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg. Und ansonsten, das meiste Touren wird dann stattfinden, wenn wir die neue Platte draußen haben. Kannst du uns was sagen, vielleicht auch Festival, was klappt dieses Jahr in Deutschland oder sonst irgendwo? Wir wollen so wenig die Band auf Tour schicken im Vorfeld, bevor die Platte rauskommt, als es geht. Wir wollen zwar präsent sein, aber nicht überpräsent, sodass nicht jedes Konzert, also wenn wir jetzt alle 2 Wochen hierher kommen würden, dann kommt dann irgendwie niemand mehr und es ist nichts Besonderes. Und wir haben schon einen gewissen Kultstatus, den wir uns auch weiterhin beibehalten wollen. Und deshalb sind wir nicht ständig auf Tour und sind nicht ständig am präsent sein. Waking the Fire ist ja euer erster neuer Song seit 23 Jahren. Ja. Soundtechnisch ein bisschen moderner, ein bisschen den neueren Trash angelegt. Was kannst du uns noch so zu dem neuen Material sagen, was kommen wird? Es wird zwar sehr Exhumer-mäßig sein, aber es wird trotzdem, also es wird sich nach heute anhören und nicht nach 1986. Also wir werden nicht mit Analogmaschinen arbeiten und auf Teufel komm raus zu versuchen zu klingen, dass es jetzt schwer anzuhören ist oder so. Also es wird schon, aber das wird nicht heißen, dass der Spirit, also unsere Philosophie von Oldschool Thrash Metal nicht da drin ist. Also ich glaube, wir werden versuchen, alles zu vereinbaren und alle Leute zu bedienen zu können. Also du hast schon gesagt gehabt, ein neues Album ist in Planung, ein drittes. Aha. Kannst du da schon was verraten? Cover Artwork vielleicht oder Release also Release wird wohl später dieses Jahr sein, höchstwahrscheinlich. Wir sind, glaube ich, Ende des Sommers werden wir fertig sein mit den Aufnahmen und dann gucken wir mal, ob wir das bis Ende des Jahres ausbringen oder Anfang nächsten Jahres. Aber es wird dann plus minus ein paar Monate nur sein. Wie viel Spaß habt ihr an den Gigs in den letzten Jahren, nach der langen Pause? Ja, also die Reaktionen sind immer umwerfend gut. Wir haben jetzt zum Beispiel auf Inferno gespielt, was eigentlich ein Black Metal Festival ist. Und irgendwie, also wir haben nicht erwartet, dass es den Leuten so gefallen wird. Und auf einmal hatten wir, haben so im kleinen Raum gespielt, im John Dee. Und der war total voll. Und die Leute sind total mitgegangen und haben uns total abgefeiert. Und ich wusste erst gar nicht, damit umzugehen, weil ihre Art ist auch sehr zurückhaltend. Und ich habe gedacht, wow, die feiern uns ab, aber thrashen nicht so, weil den Abend davor haben wir in Bulgarien gespielt und da war die Hölle los. Ja. Und deshalb, wir haben schon total viel Spaß. Es ist unglaublich gut für uns, dass wir auf so eine Resonanz kommen, anstatt dass wir so mit gemischten Gefühlen die Sache angehen. Also. Ist ja auch viele Fans interessiert. Welche Bands findest du zum Beispiel cool? Was würdest du, wenn du jetzt frei aussuchen könntest, du planst eine Tour, du darfst dir eine Band einladen oder Bands, die du gerne dabei haben würdest, wer wäre das für dich? Als Supportband beispielsweise. Als Supportband? Egal wer, aber wen würdest du gerne mitnehmen? Merciful Fate oder wenn Paul Beloff noch leben würde, Exodus, also mit Paul Beloff, schon so Oldschool-Sachen.
Aber ich mag auch zum Beispiel, wo wir in L.A. gespielt haben, haben wir mit Fueled by Fire gespielt, die kamen Unsupported und Merciless Death. Und die waren total geil, also es war total locker mit denen. Welche Alben haben dir ziemlich gut gefallen in den letzten Jahren oder diesem Jahr, letztem Jahr? Was hast du angehört? Was habe ich schon gehört? Ich fand die Onslaught, die Killing Peace oder so, diese Comeback-Platte von Onslaught ziemlich gut. Die neue Heathen gefällt mir gut. Die erste Platte von Exodus mit Temple of the Damned. Danach hat es mir nicht mehr so gut gefallen, aber es ist halt Geschmackssache. Was inspiriert dich zum Songwriting? Wie schreibt ihr Songs? Oder speziell du jetzt? Mich inspiriert alles, was so in meiner Umwelt passiert. Und ich wohne seit 12 Jahren in Amerika und ich bin mittlerweile Amerikaner. Und alle Sachen, die dort passieren sind und die auf mich so einwirken durch die Medien, die inspirieren mich, um Sachen zu schreiben, ob das jetzt gute Sachen sind oder schlechte Sachen, böse Sachen. Aber ich glaube, das Thema ist es schon, dass es immer sehr, sehr, sagen wir mal, außergewöhnliche Sachen sind. Ob das jetzt Leute sind, die andere Leute umbringen, oder ob das Leute sind, oder ob das was mit Geisteskrankheit zu tun hat, oder ob oder aber auch Sachen, die in Afrika passieren, das interessiert mich auch. Also alles da, wo Menschen leiden, das zieht mich an, insofern, weil es mich interessiert, aber nicht als Zuschauer, sondern jemand, der gerne wissen würde, was da passiert. Ja, genau. Welche Songs spielst du am liebsten live? Von uns? Ja. Journey to Oblivion, Fallen Saint. Den neuen Song, Waking the Fire, spielst du da gern. Den können wir uns heute auch schon freuen. Ja, ja. Als letzte Frage, was war das Verrückteste, was euch hier auf Tour passiert ist oder bei dem Konzert? Ich glaube, das, was uns am meisten überrascht hat, war diese Reaktion von den Fans in Los Angeles. Weil damit haben wir nicht gerechnet. Weil warum sollte unsere kleine Band aus Deutschland irgendjemanden interessieren? Und wir sind da angekommen, wir haben dann den Veranstalter gesagt, ja, pass auf, also ihr müsst dann uns die Flüge bezahlen und ihr müsst das bezahlen. Und die haben alles immer gesagt, ja, ja, kein Problem. Dann habe ich gedacht, entweder haben die zu viel Geld oder die denken, es kommt jemand, es kommt niemand. Und ich meine, die haben zwar dieses Festival immer gemacht, aber nicht in dieser Größenordnung. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr seid dann der absolute Headliner und so weiter. Ich habe immer gedacht, da kommt, und wenn Leute kommen, ja, ja, und wenn dann habe ich gedacht, wenn die da sind, die gehen dann nach Hause, weil die haben 13 Vorgruppen. Als wir angefangen haben zu spielen, war der Saal mit fast 500 Leuten überverkauft. Also es waren, normalerweise gehen 800 Leute, 850 in den Saal, es waren 1300 Leute. Und die Leute sind von dem Balkon runtergesprungen, gedeiht. Und das war ziemlich verrückt.